Ich grüße euch, edle Damen und Herren, und heiße euch herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns hier in einem kleinen Köhlerlager und dort hinter dieser Tür befindet sich mutmaßlich ein Händler, den wir aber im Moment noch nicht befragen können. Der hat Falschgeld für Privislawitz geliefert, was losfährt. Nicht sehr hektisch. Allerdings habe ich das schon irgendwie jetzt ein bisschen gespielt und dann tickt mir immer die Quest weg. Finde Pater Simon. Was natürlich eher schlecht ist. Und deswegen würde ich gerne das erstmal machen. Da scheint irgendwie ein Timer dran zu sein oder so. Keine Ahnung, was da jetzt für Gestalten im Wald waren. Ist mir auch egal. Ich bin in einer wichtigen Mission unterwegs. Uff, was ist denn das hier für ein Weg? Könnte man auch mal neu machen. Hopp, ein kleiner Sprung. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal mit der Familie, der Haushälterin von Pater Simon, der verstorbenen Haushälterin, glaube ich sogar, ne, von Pater Simon reden. Ich vermute, die wohnen da hinten in diesem Haus. Was man hier hinter diesem ganzen Gebüsch erahnen kann. Ich verstehe immer noch nicht, warum Pferd im Busch hängen bleibt. Ja, und da scheint irgendwie ein Timer dran zu hängen an dieser Quest. Deswegen machen wir erstmal die. Auch wenn ich natürlich jetzt gerne den Händler befragt hätte. Aber irgendwas scheint hier abzugehen. Mit Pater Simon oder so, was uns ein bisschen unter Zeitdruck setzt. Hi. I'm honored that you should come to me. Ja, zu Recht. It may sound strange, but I'm looking for Simon, the priest. Father Simon? I last saw him when he was paying me damages. That was back when Mary was still with us. If you want to know something, ask the wife. I don't have the time or the will to talk about that man. I understand. Thank you. Na klar, die Frau stand ja direkt daneben. Mit der können wir bestimmt reden. Hi. I'm looking for the priest, Father Simon, and I heard you might know of him. Simon? What do you want him for? Der hat voll viel Stroh im Haar. I'm looking for the priest who used to take care of St. James, and the locals tell me they saw him around here. I don't know if I can help you there. He'll never go back to his parish if you ask me. Very well. What is it you want to know? Wo hat seine Einsiedelei? What went on between Simon and your daughter? Nothing that hasn't happened before. Our Mary was his housemaid in Scalitz. She was pretty, very pretty. And he was young, and so things went the way they do between comely young folk. She came back home one day, heavy with child. Oh, okay. Yes, these things happen. What can you do? I said as much. I was just glad our girl was provided for. Only she never had the chance to hold that babe in her arms. She didn't live through the birth. I'm very sorry. Such is a woman's lot in life. Men die in battle, and women in the arms of the midwife. And what happened to Simon? The poor man. He took it the worst. He was sure God's wrath smote Mary for her fornication. Ach, Quatsch. That's rubbish. People lie together out of wedlock all the time, and God never smites them down. That's just what I told him. But it's hardly my place to lecture a priest. And who knows? Maybe he was right. The Lord moves in mysterious ways. He was overflowing with grief. He barely spoke, didn't eat, refused to take a new housemaid. And then, one fine day, the presbytery was deserted. It took a good season before another priest came along. Das haben wir doch gerade schon gefragt, ne? Where can I find him? He's said to be wandering around here somewhere. I heard that too, and I'm inclined to believe it. Even though I haven't seen him myself. How come? After our poor Mary went to her rest, we used some of the money he'd paid us to put a cross up by the roadside. And lately, there's been wreaths of comfrey turning up next to it. I don't take them there, nor my husband neither. You think Simon does? Mm-hmm. Who knows? Maybe it's a miracle. I could believe anything. But there's not been fresh ones for a while. So perhaps he's moved on elsewhere again. I see.
Can you tell me where that cross is? Certainly. There are settling tanks for the mines to the west of Scallets. On the hill above them in the woods, there are several paths. Mary's cross is by one of them, close to the brook. All right. Thanks. No. I'll be going. Very good, then. And if you do find him, let him know that we have no hard feelings. I'll tell him. So richtig hilfreich war das aber auch nicht, ne? Würde ich mal sagen. Wir gucken mal. Ja, finde Marias Gedenkkreuz. Okay. Haben wir einen Punkt dafür? Ja, das Ganze da drüben. Ja, dann halten wir doch mal rüber, würde ich sagen. Treues Ross. Wir haben, ja, einen neuen Zielort. Und das sprengen wir hier einfach. Über Feld und Flur. Oh, direkt auf diese Baumreihe zu. Da kommen wir nicht durch. Ah, hängen geblieben. Ah, nicht hängen geblieben. Haha, nur kurz hängen geblieben. So, das da sieht auch aus wie eine Lücke. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir sind ein bisschen schnell. Ups. Drüber gesprungen, hängen geblieben. Fast drüber gesprungen. Hier waren wir schon mal auf Schatzsuche hier hinten. Boing. Wildschweine, hallo. Euch lasse ich heute mal in Ruhe. Ist der noch weit bis zu dem Kreuz? Nochmal Wildschweine, hi. Ich dachte, wir müssten eigentlich schon quasi da sein. Ach, das ganz da hinten, bei dem anderen Bach. Okay, alles klar. So, Absetzbecken, keine Ahnung. Wir müssen ja dann in Wassernähe sein. Ah, guck mal hier. Ah, da haben wir doch einen Pfad. Können wir dem folgen? Per Pferdeautopilot? Nee, scheinbar nicht. Aber wir können hier wunderbar hängen bleiben. Ich weiß nicht, warum wir hier in diesen kleinen Bäumen mit unserem prächtigen Schlachtross hängen bleiben. Oh, gefunden. This must be that cross. Mary's mother was right. Someone did lay flowers here recently. Er hält sich in der Nähe versteckt. Dort hinten suchen wir also. Na dann. I should have a look around and see if there's comfrey growing anywhere nearby. Nach Beinwell? Ich habe keine Ahnung, wie das Zeug aussieht. Kann ich nicht nach Hasen suchen oder nach dem Vater, Pfarrer, ihr wisst schon. Weinwell? Scheinbar nicht. Nee, Weinwell hatte gerade so rote Blüten, ne? Baldrian. Baldrian, okay. Baldrian, auch eine schöne Sache. Noch mehr Baldrian. Achso, ich wollte hier eigentlich das Gelbe angucken. Finde Pater Simon auf Gal 4 geschlagen. Warum? Warum ist diese Aufgabe jetzt fehlgeschlagen? Aber hier im Questlog ist es halt noch nicht. Wir machen mal weiter, würde ich sagen. Wir gucken mal, ob es dem Mann gut geht. Ich hoffe es. Bist du Beinwell? Hopp.
Da haben wir Beinwell. Was sagte mein Questlog jetzt? Könnte sich ja in der Nähe versteckt halten, ja. Großartig. Könnte. Guck mal da hinten. Wir rennen hier mal einfach den. Ich dachte, hier gäbe es vielleicht so eine Art Höhle oder sowas. Aber das da hinten sind. Ja. Da sehen wir eine an. Said as much down in our village. Then St. Peter will hear how the priest up in. Ein Vagabund. Ein Vagabund. Hey, you! What are you doing here? I've come for the priest, Simon. There's no one here called that. There is. Do you take me for a fool? All right. Maybe there is someone here. What of it? We're not going anywhere. Rette Pater Simon, okay. Ihr haltet einen Hexer gefangen. Echt jetzt? I don't know. Imprisoning a warlock can be a dreadful mistake. What are you on about? Didn't you say he was a priest? He is. But he's also a warlock. A master of the dark arts. Do you think normal priests go hiding in the woods? No, but... Exactly. So if you don't want your eyes to boil up from the inside, your nose to turn into a twisted root, and your tongue into a toad, you'd better start to run. Now! No, of course. No, we don't want that. We're very sorry. But if he'd like to leave... No ifs, no buts. Clear out of here. Fine, fine. Just take it easy now. Ja, weg ist er. Was ist jetzt mit Pater Simon hier? Oh, thank you, my son. I was beginning to fear I'd never get out of here alive. They didn't look dangerous. The only thing at risk was your possessions. I know, poor fools. But I was afraid they'd leave me here. What would I have done then? And to whom do I owe my salvation? My name's Henry. You may remember me. I'm the son of the Scallet's blacksmith. Your face does seem familiar. But listen, Henry, I can't help feeling you didn't stumble across me by accident. It's true. I've come to ask a favor of you. Me? What on earth could I do for you? I need you to go back to St. James. The folk there need spiritual guidance. Scallet's is a burned-out shell, and many have died in St. James. They need a priest. Any priest. I understand, but I have to disappoint you. I gave up my calling. Instead, I've given myself over to repentance. Ach, Junge, jetzt stell ich nicht so an. I know your story, Father. Then you know what I'm guilty of. Yes, and I don't want to try to make light of it. Your conscience is your own affair. But I know that deep down, you're a good man. You don't know what you're saying. You don't know me. But I know what you did. Many priests break God's commandments willy-nilly and aren't the least ashamed. That doesn't absolve me of my sins. God's law is set, no matter how often it's violated. You're certainly right, but the people need you. And forgive me for being blunt, but while you can leave the presbytery if you choose, it doesn't absolve you of your duty to Christian folk. But I'm a sinner. I'm not fit to guide anyone. I'm unworthy to do so. Priests, bishops, monks, abbots, they're all sinners. Even the Holy Father himself is a sinner. You've done your penance, and now your people need you. You're probably right. It is my duty. At least for a time, until they find someone better. Ganz genau. I don't think they'll find anyone better in a hurry. All right. I'll take what I can carry and go back to St. James. Thank you. Your parishioners will be very grateful. So, und jetzt haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Okay. I need help with treatment. And what's wrong with you? Oh, nothing. But Philip from Scallets is dying.
He's lying in Sasau and won't last long. Slowly now. What happened to him? Nobody knows much. He's not wounded, but I heard he was hiding from the Cumans for days in a pile of carcasses. The Lord have mercy. The living should never lie with the dead. His intestines must be purged, but even then he's in God's hands. How do I clean his intestines? It might surprise you, but you'll have to give him alcoholic spirits. The purest you can get your hands on. The best is distilled from Artemisia. It'll make him a bit delirious, but it'll help. I'll show you how to prepare it. Ja, geil. Das hat doch mal hingehauen. Wermutgeist. Ja, ich hoffe, wir können ihn jetzt selbst herstellen. Aufgabe 4. Warum ist denn die Aufgabe jetzt fehlgeschlagen? Ist Philipp schon gestorben, oder? Haben wir wegen Philipp zu lang rumgebummelt, oder? Ich weiß nicht, was da los ist hier. Entweder... Ja, vielleicht ist Philipp gestorben, vielleicht ist deswegen das alles fehlgeschlagen. Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären, vielleicht habe ich da zu lange rumgebummelt irgendwie. Das kann natürlich sein, das wäre super ärgerlich, dann ist Philipp jetzt tot. Das müssen wir mal rausfinden, wenn wir nächstes Mal in Sasau sind. Leute, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Achso, ich wollte mich hier gerade noch ganz kurz umsehen. Aber hier scheint es tatsächlich nichts weiter zu geben. Okay, ja, Wermutgeist. Können wir herstellen, theoretisch, vermute ich. Und hier gibt es echt nichts weiter. Okay, gut. Und dann müssen wir halt sehen, ob wir Philipp retten können, wenn wir nächstes Mal in Sasau sind. In der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall weiter mit dem Händler da in dem Köhlerlager. Für heute war es das. Edle Damen und Herren, wir schauen noch schnell in den Kodex rein. Da sind wir auch hoffentlich bald durch. Möbel. Anfang des 15. Jahrhunderts bestanden tschechische Möbel aus Brettern und Holzplatten und waren mal mehr, mal weniger komplex konstruiert. Zu den benutzten Hölzern gehörten Eiche, Tanne, Walnuss, Linde, Esche, Lärche und Fichte. Die Oberfläche wurde mit Bienenwachs oder Flachsöl behandelt. Gegen Ende der gotischen Epoche wurde auch Schellack benutzt. Gebeizt wurde mit Rauch und fermentiertem Kohlenwasser oder durch Bleiche mit Kalkwasser. Tische und Stühle wiesen die gleiche Bauart auf, mit flachen Seitenpanieren oder Brettern in X-Form. Kisten verschiedener Größe wurden gefertigt, um Vorräte, Kleidungsstücke oder andere kleine Besitztümer aufzubewahren. Die Menschen in Städten schliefen in Betten mit Vorhängen, die Bauern auf dem Land in Betten aus Stroh oder auf einfachen Strohmatten, die auf dem Boden lagen. Die Häuser in den Dörfern waren nur einfach möbliert. Bauern fertigten ihre Möbel aus einfachen, von Ästen befreiten Spaltholz und Rundstücken selbst. Schreiner und Schnitzer verzierten Möbel mit Ornamenten. Die teuersten Stücke verfügten über Metallelemente, die sowohl als Stütze und Verstärkung als auch als dekorativer Schmuck dienten. Die meisten Möbel im Spiel basieren auf mittelalterlichen Beispielen aus dem 12. bis 16. Jahrhundert. Ja, wissen wir Bescheid. Für heute war es das, wie gesagt, edle Damen und Herren. Ich hoffe, wir können Philipp noch irgendwie retten, keine Ahnung. Ich denke aber nicht. Ich denke, der Zug ist abgefahren. Schade. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Gehabt euch wohl.